O komm herab, du heiliger Geist, der die finstre Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt, komm, der jedes Herz erhält. Ein herzliches Grüß Gott zur Pfingstnovene auf Vorbereitung auf das Pfingstfest. Bitten wir heute den Heiligen Geist ganz besonders um die Gabe des Rates. Im heutigen Evangelium betrachten wir dazu die Worte aus dem Johannesevangelium. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet bekümmert sein. Aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Ja, der Kreuzestod Jesu war scheinbar ein großer Triumph der Feinde Jesu. Die Jünger Jesu dagegen waren zu Tode betrübt. All ihre Hoffnungen und Wünsche waren grausam zunichte geworden. Doch Gott verwandelte diese scheinbar größte Niederlage in den allergrößten Sieg. Aus tiefem Kummer wurde übergroße Freude. Zu Beginn der Novene dürfen wir dem Heiligen Geist all unsere Misserfolge, Enttäuschungen, Krankheiten und Leiden bringen, damit er unseren Kummer in Freude verwandeln möge. In einem kurzen Augenblick der Stille darf jeder dem Heiligen Geist sagen, was ihn am meisten betrübt. Der Tabernakel des Heiligen Geistes ist die Heilige Schrift. Aus ihr schöpfen wir die Gabe des Rates, des Heiligen Geistes, seinen Lichtstrahl in der finsteren Nacht von all unserem Leid und Kummer. Sein Rat wird uns aufrichten und mit neuem Mut erfüllen. Der heilige Franziskus las aus Ehrfurcht die Heilige Schrift nur auf den Knien und schöpfte daraus so viel guten Rat für sein Tun, dass er trotz all seinem Leid immer bekannt war, als Bruder immer froh. So lade ich euch ein, der Heiligen Schrift einen Ehrenplatz in eurer Wohnung einzurichten und vielleicht mit schönen Blumen zu schmücken. Maria, du Braut des Heiligen Geistes, du Mutter vom guten Rat, da wir oft keinen Weg aus der Dunkelheit und Finsternis in unserem Leben finden, zeig du uns den rechten Pfad. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns im Namen Jesu deinen Heiligen Geist schickst. Wir bitten dich heute ganz besonders um die Gabe des Rates, dass wir in allen Schwierigkeiten immer wieder aufgerichtet und getröstet werden. Und so bitten wir dich um der Verdienste Jesu und Mariens willen, dass du uns heilen, befreien und verwandeln mögest. Und im Namen und in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der priesterlichen Vollmacht, der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, die Fürsprache der Mutter Gottes, der Braut des Heiligen Geistes, die Fürsprache des heiligen Josef, unseres heiligen Schutzengel, Namenspatrone, und alle Engel und Heiligen des Himmels, löse ich alle Flüche und Verwünschungen, die euch, eure Familien, euer Hab und Gut getroffen haben, und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth trenne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orten übertragen worden ist. Im Namen Jesu trenne ich auch alles Negative ab, was euch von schlechten Schriften, schlechten Bildern, Filmen, schlechter Musik übertragen worden ist. Jesus, bitte vergib uns, wo wir nicht uns auf deinen Heiligen Geist geöffnet haben,
sondern dem falschen Geist dieser Welt gefolgt sind. Bitte wasch uns rein mit deinem kostbaren Blut. Und möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes euch von all euren Bedrängnissen, all euren Kummer, all euren Sorgen, allen Krankheiten und Leiden befreien und Heilung schenken. Und so segne, stärke und schütze euch und eure Familien der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.